Mit der Entwicklung der iSpecial C3 geht Schofo einen Schritt weiter. Die iSpecial C3 ist eine Digitalkamera, die speziell für Praxis und Labor entwickelt wurde. Die kompakte 12-Megapixel-Kamera verfügt über ein Zoom-Makroobjektiv mit einer Brennweite von 28 bis 300 mm, umgerechnet auf Kleinbildformat, und ein fest installiertes Beleuchtungssystem, das aus 4 objektivnahen LEDs und 4 lateralen Blitzelementen besteht. Die inneren Lateralblitze und die um 45 Grad abgewinkelten äußeren Lateralblitze werden je nach Aufnahmesituation separat angesteuert. Die iSpecial C3 bietet damit ein integriertes Blitzsystem, das eine optimale Ausleuchtung für die meisten dentalen Aufnahmesituationen bietet. Die äußeren Lateralblitze bieten bei Frontzahnaufnahmen den Vorteil einer sehr plastischen Darstellung, während die inneren Blitze für eine optimale Ausleuchtung bei intraoralen Aufnahmen mit Fotospiegel sorgen. Abhängig vom ausgewählten Motivprogramm aktiviert die Kamera die dazu passende Blitzeinstellung. Mit der genauen und schnellen Autofokusfunktion können Sie sich beim Fotografieren im Wesentlichen auf die Wahl des richtigen Bildausschnitts konzentrieren. Nach dem Anbringen der Handschlaufe und dem Einlegen der Batterien oder Akkus in das Fach an der Unterseite wird die SD-Speicherkarte eingelegt. Kompatibel sind SD- und SDHC-Speicherkarten. SDXC-Karten sind nicht geeignet. Auf der Vorderseite der Kamera finden Sie den On-Off-Schalter, den Auslöser, die Kontrollleuchte, die äußeren und inneren Lateralblitze, das Objektiv sowie die LED-Leuchten. Die Kamera kann entweder direkt über den Touchscreen oder durch das Drücken der Funktionstasten bedient werden. Die Funktionstasten finden Sie auf der Rückseite. Damit die Kamera in jeder Behandlungssituation eingesetzt werden kann, reagieren die Bildschirmtasten auch mit Handschuhen und auf das Antippen mit einem Stift. Scharfe Instrumente hingegen sind ungeeignet, da sie den Bildschirm zerkratzen. Eine weitere Besonderheit ist die Wasserresistenz der iSpecial C3. Die Kamera kann mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln auf Ethanolbasis abgewischt werden. Auf der Rückseite der iSpecial C3 finden Sie die Funktionstasten und das Funktionsrad, mit denen Sie den Kameramodus auswählen. Zu diesem Thema kommen später detaillierte Informationen. Die iSpecial C3 ist ergonomisch designt und mit 590 Gramm ein Leichtgewicht im Vergleich zu konventionellen Spiegelreflexkameras. So können Sie auch bei einhändiger Bedienung über längere Zeit ermüdungsfrei qualitativ hochwertige, scharfe Aufnahmen machen. Entfernen Sie den Objektivdeckel und drehen Sie den On-Off-Schalter, um die Kamera einzuschalten. Wie Sie es von Ihrer privaten Digitalkamera kennen, sind vor dem ersten Einsatz ein paar Voreinstellungen gefragt. Sprache, Datumsformat, Datum und Uhrzeit. Nun können Sie die Patientendaten eingeben, entweder durch Abfotografieren aus der Akte oder durch das Eingeben einer Nummer im Display. Hierfür drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste F3 und geben die Informationen ein. Die Patienten-ID-Nummer wird dann unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Ein paar Tipps vor dem ersten Foto. Anders als bei einer konventionellen Spiegelreflexkamera muss der Abstand zwischen der iSpecial C3 und dem Objekt innerhalb eines von der Kamera empfohlenen Bereichs liegen. So haben alle Objekte auf den Fotos bei gleichmäßiger Lichtverteilung konstant dieselbe Größe. Um die Leistung der Batterien oder Akkus möglichst lange zu erhalten, schaltet sich die iSpecial C3 nach 30 Minuten automatisch aus, wenn sie in dieser Zeit nicht bedient wurde. Möchten Sie die Kamera weiter nutzen, schalten Sie sie aus und wieder an. Um die Kamera sicher und ohne Wackeln zu halten, empfehlen wir Ihnen, Ihren Oberkörper zu stabilisieren. Können Sie beide Hände zum Fotografieren verwenden, halten Sie die Kamera in der rechten Hand, während Ihre linke Hand unterstützend unter die Kamera greift. Wie eingangs erwähnt, unterscheidet sich die iSpecial C3 beim Fokussieren von einer konventionellen Spiegelreflexkamera. Der Abstand zwischen der iSpecial C3 und dem Objekt muss innerhalb eines von der Kamera empfohlenen Bereichs liegen. Verändern Sie die Kameraposition, bis das Objekt scharf auf dem Monitor abgebildet wird. In den einzelnen Modi können Sie den Vergrößerungsfaktor am Funktionsrad einstellen, zum Beispiel um im Face-Modus je eine Aufnahme des Mundes, des Gesichts und eines Halbkörperporträts zu machen. Sie können ein Objekt fokussieren, indem Sie den Auslöser halb gedrückt halten. Wenn der Fokus korrekt bestimmt wurde, erscheinen 4 grüne Anzeigen im Autofokusrahmen.
Bei halbgedrücktem Auslöser wird der ausgewählte Fokus eingefroren. Wird anschließend der Abstand zum Objekt verändert, führt dies zu unscharfen Aufnahmen. Bei Veränderung des Objektabstandes einfach den Auslöser loslassen und erneut halb auslösen. Dann drücken Sie den Auslöser ganz nach unten und können qualitativ hochwertige Fotos im ausgewählten Modus machen. Nach der Aufnahme wird Ihnen das Bild in der Sofortvorschau angezeigt. So können Sie direkt entscheiden, ob das Foto okay ist oder ob Sie es wiederholen möchten. Ein Tipp zum Drücken des Auslösers. Zum Erfüllen des richtigen Druckpunktes des Auslösers hat es sich bewährt, vorab ein paar Probeaufnahmen durchzuführen. Neben dem Standard-Autofokus bietet die iSpecial C3 auch die Möglichkeit, den Fokus individuell festzulegen. Um diesen sogenannten Spot-Autofokus-Modus einzuschalten, berühren Sie den LCD-Bildschirm im Aufnahmemodus. So rücken Sie den berührten Bereich in das Zentrum des Fokus. Wichtig! Genauso einfach können Sie die Spot-Autofokus-Funktion auch wieder rückgängig machen. Halten Sie Ihren Finger ein paar Sekunden auf den Spot-fokussierten Bereich und Sie sind wieder im Standard-Autofokus-Modus. Durch einmaliges Drücken der Taste Set wird das Objekt zweifach vergrößert abgebildet. Drücken Sie die Taste noch einmal, ist die Vergrößerung vierfach. Ein drittes Drücken setzt die Vergrößerung auf den Ausgangswert zurück. Die angezeigten Vergrößerungen auf dem Display dienen nur zur Unterstützung während des Fokussierens. Die dargestellte vergrößerte Ansicht wird nicht fotografiert. Bei der Entwicklung der iSpecial C3 wurde viel Wert auf die Anwenderfreundlichkeit gelegt. Die Kamera ist handlich, kompakt und leicht, die Bedienung funktioniert intuitiv. Das vereinfacht auch die Kommunikation mit dem Dentallabor und natürlich mit dem Patienten. Die iSpecial C3 bietet die Auswahl von insgesamt 8 Motivprogrammen. Damit bietet die Kamera für jede Aufnahmesituation in der Praxis das ideale Programm. Mit der Auswahl jedes Programms wählt die Kamera die relevanten Belichtungsparameter, Belichtungszeit, Blende und Blitzeinstellung, automatisch aus und empfiehlt den optimalen Abstand zum Objekt. Bilder vom Frontzahn bis zum ersten Molaren können mit durchgehender Schärfe aufgenommen werden. Drücken Sie nun auf Mode oder auf die Taste F1, um alle voreingestellten Aufnahmemodi der iSpecial C3 anzuzeigen. Standard, Surgery, Behandlung, Mirror, Spiegel, Face, Gesicht, Low Glare, reduzierte Blendung, Whitening, Bleichen, Telemakro und Isolate Shade, Farbe isolieren. Mit der Taste F4 wechseln Sie zwischen der Modusliste und der Modusübersicht. Der Standardmodus ist für Frontalaufnahmen ohne Fotospiegel und für die Befunddokumentation zur diagnostischen Unterstützung geeignet. Der gewünschte Ausschnitt wird durch das Drehen am Funktionsrad bestimmt. Der optimale Fokusabstand wird im oberen linken Bereich des Bildschirms angezeigt. So können Sie den Abstand zwischen Kamera und Objekt einfach und sicher korrekt bestimmen. Der Surgery-Modus ist, wie der Name sagt, besonders für die Dokumentation chirurgischer Eingriffe geeignet, aber auch restaurative Behandlungen können hiermit gut dokumentiert werden. Da der Motivabstand bei diesem Programm etwas größer ist, können Sie mit diesem Modus optimal Behandlungssituationen aufnehmen, bei denen Sie nicht zu nah an das Objekt gehen möchten. Der Mirror-Modus unterstützt die Intraoralfotografie mit einem Spiegel. In diesem Mode belichten erstrangig die inneren Lateralblitze die Aufnahmesituation. In Abhängigkeit zum verwendeten Spiegeltyp kann es aufgrund des unterschiedlichen Reflexionsverhaltens erforderlich sein, die Blitzintensität manuell anzupassen. Die Standardeinstellung der Blitzleistung von +0,7 basiert auf der Anwendung von verchromten Spiegeln mit einem Reflexionsindex von ca. 65%. Bei der Anwendung von Rhodium-Titan beschichteten Spiegeln ist es aufgrund der erhöhten Reflexion erforderlich, die Blitzeinstellung auf +0,3 zu reduzieren. Bei hochreflektierenden Ultra-Bright-Spiegeln muss der Helligkeitsausgleich im Blitzmenü auf +0 herabgesetzt werden. Nach dem Auslösen wird das Bild automatisch gespiegelt, sodass es ohne weitere Bearbeitung direkt nach der Aufnahme seitenrichtig vorliegt.
Ein großer Vorteil gegenüber der Fotografie mit dem Handy oder einer Spiegelreflexkamera, bei der dieser Schritt manuell erfolgen muss. Der Face-Modus ist ideal für Gesichtsaufnahmen oder Halbkörperporträts. So wird die Zusammenarbeit mit dem Dentallabor optimal unterstützt. Erscheint das Up-Symbol auf dem Bildschirm, dann richten Sie die Kamera bitte in der Richtung aus, die das Pfeilsymbol anzeigt. Die Einstellungen im Face-Modus erlauben ohne weitere Hilfsmittel die Aufnahme eines hochwertigen Porträts. Gerade in der Kieferorthopädie sind En Face und Profilbilder eine Routinemaßnahme. Im Modus Low Glare wird die Intensität der inneren Lateralblitze leicht herabgesetzt. So entsteht eine Aufnahme mit reduzierten Reflexionen, die sehr transparente inzisale Bereiche deutlich abbildet. Dieser Modus eignet sich besonders zum Aufnehmen von Details im Frontzahnbereich, an Arbeitsmodellen oder an indirekten Restaurationen. Der Whitening-Modus bietet ähnliche Bedingungen wie der Low-Glare-Modus. Allerdings ist die Lichtintensität der inneren Lateralblitze geringer, was die Oberflächenstruktur betont und die objektive Beurteilung der aufgehellten Zahnfarbe ermöglicht, sowie die Zahnfarbe betont. Um dem Patienten den Fortschritt eines Bleachings zu verdeutlichen, hat es sich bewährt, den Behandlungsverlauf fotografisch zu dokumentieren. Zum Fotografieren von Details im Frontzahnbereich bietet die iSpecial C3 den Modus Telemakro. Hierfür wird eine aufschraubbare Makro-Vorsatzlinse mitgeliefert, die intra- und extraorale Detailaufnahmen ermöglicht. Sinnvoll ist dieser Modus bei minimalinvasiven Behandlungen und der Darstellung detaillierter Zahncharakteristika. Auch in diesem Modus gelingen qualitativ hochwertige Aufnahmen ohne zusätzliche Lichtquellen. Aufnahmen auf einem Spiegel gelingen zuverlässig und bewähren sich hervorragend im Beratungsgespräch. Wichtig für die Zusammenarbeit mit dem Dentallabor ist auch der Modus Isolate Shade. In diesem Programm wird die Aufnahme in zwei verschiedenen Darstellungen wiedergegeben. Die erste stellt die Situation in Echtfarben dar, bei der zweiten erfolgt eine automatische Maskierung der Gingiva. Dabei werden die Weichgewebsanteile grau dargestellt, während die Zahnanteile in Echtfarben wiedergegeben werden. So kann die Zahnfarbe optimal im Vergleich zur fotografierten Zahnfarbreferenz beurteilt werden. Das alles funktioniert automatisch, ohne weitere Aktionen oder Einstellungen. Ein echter Mehrwert für die Zusammenarbeit mit dem Dentallabor. Für die optimale Zusammenarbeit mit dem Labor hat es sich bei einer Frontzahnrestauration bewährt, mit diesen Einstellungen zu arbeiten. Standardmodus zur Dokumentation der Ausgangssituation. Face-Modus zur Übermittlung der ästhetischen Referenzlinien. Modus Isolate Shade zur Farbbestimmung. Modus Low Glare, um inzisale Transparenzen der Referenzszene darzustellen. Selbstverständlich können Sie Ihre Aufnahmen mit Ihrer iSpecial C3 auch bearbeiten. So können Sie Ihre Bilder zum Beispiel rotieren oder direkt auf dem Bildschirm in die gespeicherten Fotos zeichnen. Drücken Sie einfach die Menütaste und wählen Sie im Dialogfeld Ihre nächste Aktion aus. Nachdem Sie im Menü die Option Zeichnen gewählt haben, können Sie mit der Funktionstaste F2 Linien auswählen und diese mit einem Kunststoffstift oder mit der Fingerspitze auf Ihren Fotos einzeichnen. Mit der Taste F3 radieren Sie diese Linien ganz einfach wieder aus. Die Taste F4 löscht bis zu 5 vorangegangene Aktionen. Haben Sie fertig gezeichnet, drücken Sie die Taste F1, wählen Sie die Option Speichern und Ihr bearbeitetes Bild wird gespeichert. Selbstverständlich wird automatisch eine unbearbeitete Version Ihres Originalbildes gespeichert. Sie können Ihre Bilder natürlich auch drehen. Haben Sie die Option Drehen im Menü eingestellt, drücken Sie die Funktionstaste F2, um die Bilder um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
Die Taste F3 dreht Ihre Aufnahmen um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Auch bei diesem Programm sichern Sie Ihre Bearbeitung mit der Taste F1, wählen Speichern und auch hier wird automatisch eine unbearbeitete Version Ihres Bildes gespeichert. Einige PC-Programme, zum Beispiel Windows Picture Manager und der Windows Fax Viewer unter Windows XP, können keine gedrehten Bilder wiedergeben. Dies ist keine Fehlfunktion der Kamera, sondern ist bedingt durch Kompatibilitätsprobleme der Software.